Hallihallo allerseits und willkommen zu meinem Video. Wie ihr seht, sind wir gerade im Auto, weil wir nämlich heute zur Hundewiese gefahren sind. Es ist hier drin super warm, deswegen schauen wir jetzt gleich auch mal, dass wir direkt aus dem Auto kommen. Und dort hinten sitzt der Pico, ganz glücklich, weiß noch nicht, was ihn gleich erwartet, aber er mag das eigentlich immer ganz gerne mit neuen Hunden. Dann machen wir ihn direkt mal ab. Ich guck mal, ob ich das hinbekomme mit einer Hand, weil er hat ein Geschirr immer und das ist dann halt wie so ein Anschnallgurt hier an dem Anschneller befestigt. Weil wir hatten das am Anfang so, dass er auch in einer Hundebox saß im Auto, aber das mochte er überhaupt gar nicht, schon als Welpe nicht. Und deshalb mussten wir uns quasi fürs Autofahren auch eine neue Option überlegen, aber zum Glück gibt es sowas auch. Und dann haben wir noch eine Decke dort liegen, weil nach dem Spaziergang wird er bestimmt nass sein, wenn er im Wasser war. So, zeige ich euch noch mal kurz, was sich in meinem Beutel befindet. Weil ich habe extra einen Beutel mitgenommen, weil andere Hunde teilweise abgelenkt sind. Also einmal, das ist hier so ein Wasserspielzeug, das schwimmt. Und dann habe ich auch noch einen Ball mit. Ja, genau, die Bälle. Manche Hunde sind halt richtig ballbegeistert. Und wenn die dann auch bei wem anders einen Ball die ganze Zeit in der Hand sehen, das ist nicht so toll. Dann habe ich noch eine Tüte. Und auch noch ein Leckerchen und außerdem auch noch meine Wasserkamera. Von hier aus sieht man die Hundewiese ganz gut. Hier an diesem Ufer entlang auf dieser Seite befindet sie sich. Und ist eigentlich auch ziemlich praktisch, dass sie direkt am Wasser gelegen ist, damit die Hunde auch was trinken können und ins Wasser gehen können, wenn es warm ist. Jetzt gerade ist er noch ein bisschen nervös, auch von dem Hundegebell. Aber ich glaube, das wird sich gleich legen. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Mach aus! Wir sind zurück am Auto und fertig mit unserem Spaziergang. Ich dachte tatsächlich, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr filmen kann. Es war viel los und es waren viele Hunde da. Aber ja, ich wollte natürlich auch nicht die Leute mitfilmen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.